So, und da sind wir wieder. Weiter in diesem komischen Berg unterwegs. Und ich habe keine Ahnung, wo es lang geht und was hier der richtige Weg ist. Ich weiß nur, dass es schon wieder zu viele Wege gibt. Wow, und ich aufpassen muss, dass ich nicht sterbe. Komm her, du dummes Insektenviech da oben. So. Das kann man aufschießen. Hier ist wieder so ein Herb. Oder neben Burmese. Ich habe hier noch was, das uns bringen wird später, aber... Vielleicht... Uff, wird das noch später irgendwann mal erklärt. Hopp. Da kommen wir so hoch. Perfekt. Oh, oh. Die Truhe nehmen wir einfach mit und gehen direkt wieder, weil mit dem... Oh, 70 Rabbelohr. Sehr schön. Mit dem legen wir uns aber trotzdem nicht an. Ich hoffe es einfach mal, dass wir hier speichern können mal, weil ich hätte gerne wieder ein bisschen mehr Energie. Da ist doch wieder was im Boden drin. Ich sehe es doch genau. Dankeschön. So, ein bisschen Energie wieder und ich habe den nicht gesehen. Wow, was bist du? Dankeschön, geh mir aus dem Weg. So, und da ist der Boden drin. Schön. Okay, vielleicht soll ich hier mal ein bisschen die Augen offen halten, so dass ich sowas sehe. Haha. Ich glaube, ich wurde trotzdem getroffen. Ja, ich glaube, ich benutze mal so ein... Ja, das würde ich gerne mal benutzen, dass die nächsten drei Angriffe, die wir abkriegen, blockt werden. Einfach aus Sicherheitsgründen. Damit sie hier nicht krepieren. Dankeschön. Wow. Den habe ich zum Beispiel wieder nicht gesehen, aber es ist er. Oh! Fuck you! Stirb! Wow! Haha, no damage. Wow. So. Okay. Ah. Oh, damn it. Fuck you. Okay, jetzt sind alle unsere Blocks aufgebraucht. Komm runter. Fick dich! Da drüben ist eine Kiste. Kommen wir da hin? Nicht von hier aus. So viel ist sicher. Mhm. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Wo? Oh. Fick dich! Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Fick dich! Hör mir weg! Ja. Ist hier da unten nichts, da ist ein Gegner. Nein. Das mache ich jetzt. Ist da oben ein Gegner? Bitte? Irgendwas zum Speichern? Ich hab Angst. Hallo? Hallo? Oh, was zum Speichern. Puh. Sehr gut. Okay, jetzt erkunden wir nochmal den Weg dort hinten ein bisschen. Da haben wir, glaube ich, einiges übersehen. Oh, da war ein Gegner. Ja. Fick dich. So. Hopp. Oh, damn it. Das war schlecht. Die Treffer habe ich auf jeden Fall verdient. So. Mal gucken, was wir hier so finden. Noch mehr Rubble Ore. Ja. So viel Rubble Ore werde ich eh nicht brauchen im Moment. Von daher... Nutze das mich jetzt nicht so sehr. Kann ich da nicht irgendwie rüber? Das sieht sehr verdächtig aus. Na, ich wusste es doch. Ah! Lässt du mich da in Ruhe? Ja, alles für ein bisschen Geld. Okay, jetzt würde mich aber doch interessieren, was wir da unten in dem Berg noch übersehen haben. Weil da gab es noch den einen Weg nach rechts, wo so komisch vereist war. Wo ich mich erstmal nicht hingetraut habe. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt und guck mal, ob da unten noch was ist. Wir sehen uns dort unten. So, da sind wir wieder. Mit sehr viel Schaden.
genommen, die man hier sieht. Und ich guck einfach mal, was das hier ist. Ah! Eisphysik ist das. Okay. Ich will die ganzen Eiszapfen hier kaputt machen und alles für ein bisschen Rival Ore, wie ich sehe. Machen wir trotzdem mal die ganzen Eiszapfen hier kaputt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Hier vielleicht. Da. Oder da. Oder da in dem Gegner drin. Scheint nicht der Fall zu sein. Nö, okay. Ab mit dem netten Staubwedel wieder zum Midpoint. Okay, wir sind erst auf halbem Weg oben zum Berg. Naja, jedenfalls können wir uns hier direkt heilen. Ach, speichern wir nochmal eine Runde, falls wir sterben. So. Halfway up sozusagen sind wir. Naja, das kann ja noch heiter werden dann. War da was? Ich sollte die Augen offen halten, nicht, dass mir am Ende irgendwelche von diesen komischen Herbs fehlen und dann von diesen Leaves und dann muss ich dir den ganzen Berg absuchen. Das sieht sehr verdächtig aus. Ach, das ist doch wieder offensichtlich, dass hier nachher ein Bosskampf stattfinden wird. So wie der ganze Kack aufgebaut ist eh. Uah. Ah, fick dich. Fuck you. Ich hasse diese Viecher, Mann. Ich renn immer in sie rein. Komm her. Komm her. Selbst wenn ich sie sehe, weiß ich nicht, wie ich gegen sie vorgehen soll. Weil, ja, selbst wenn ich ihn betäube, macht er mir noch Schaden. Was soll denn das? Ich versteh's einfach nicht. Ja, ich habe wieder Angst, dass ich hier irgendwas reinrenne. Merkt man vielleicht. Hey, wir sind in einem Haus. Hier geht's weiter. Okay, erstmal ins Haus rein. So, gucken wir mal. Das ist sicher der Master von Gogi. Gucken wir uns erst hier kurz um. Haben wir hier irgendwas? Nö, okay, reden wir ihn an. Fiery red hair, clear black eyes. You're just as he described. My name is Berhard. I suppose you could call me a hermit. Though I'd prefer you not. Gogi has spoken quite highly of you, and at great length. Regrettably, you just missed him. He's gone out in the mountains, but I'm sure he'll be back soon enough. Okay, Dogi ist also irgendwo in den Bergen, also gehen wir auch in den Bergen. Weil bei dem alten Mann haben wir eh nichts. Oh, und wir sind wieder voll, sehe ich gerade. Das gefällt. Mhm. Bam. Und Level up. Also wäre es egal gewesen, ob wir voll sind oder nicht. Wow, was ist das? Was ist das? Was ist das? Aua, aua, aua. Fick dich. Ich komm gar nicht dazu, das anzugreifen, das Teil. Wow. Okay, so mache ich ihm nicht. Hopp. Wow. Okay, ich flüchte erstmal nochmal kurz und gehe nämlich nochmal heilen. Das hat ja nicht sehr gut funktioniert, der Kampf mit dem Viech. Was auch immer das darstellt. Okay, so. As an adventurer, I'm sure you've traveled all across the continent, no? I too once wandered the European countryside back in my days as a mercenary. But after some soul searching, I found myself here. And here is where I chose to settle for various reasons. No sense digging up old ghosts, though, is there? Nö. Ich wollte mich nur heilen lassen. Aber danke, dass du mir nochmal deine Lebensgeschichte erzählt hast. So, also. Das heißt dann wohl, dem Viech ausweichen und dem Viech hier genauso ausweichen. Hey, das ist Duck, oder? Ich treffe die Dinger auch nicht. Kann ich hier durch die Wand schießen vielleicht? Nee, das kommt nicht. Das Geld! Ah! Haha, super Viech. Ich weiß aber noch nicht so ganz, was ihr seid und was ihr wollt, aber hey. Oh ja. Grandius! Hey, ich hab dem irgendwie Schaden gemacht. Okay, vielleicht, wenn ich hier mich entgegendrehe. Aha. Wow. Dass ich ihre Bewegung stoppe.
Ist hier irgendwo was? Irgendwo, hier hinter dem Teil? Hm. Irgendwie sehr effizient ist es aber trotzdem nicht, wenn die jetzt mal einen Hit auf den Kopf kriegen dadurch. Ich glaube, ich weiche den aber weiterhin einfach aus oder testen wir das mal. Ja. Das hat ja fast schon gut funktioniert. Oh. Geh weg, du kommst Insekt. Komm, stirb ein. Dankeschön. So, was gibt's hier noch? Nothing. Achso, das ist der Rückweg. Verstehe. Haha. Salut! Oh. Okay, kommt es wieder. Ich wollte gerade sagen, okay, es ist abgehauen, aber nö. Wo geht's hier lang? Lass mal hier drüben die Biene killen. So, ganz schön. Hier irgendwo was. Da, perfekt. Noch mal ein paar Worm Leaves mitnehmen. Vielleicht brauchen wir die ja nach, um Dogi zu helfen, weil der ja mal irgendwo sich verletzen lassen hat. Na. Na. Bam. Aha. So funktioniert das, glaube ich. Nur, dass es das irgendwie absolut nicht wert ist. Sobald man einmal failt dabei. Wow, es laggt gerade. Okay. Hm. Ja, gehen wir in die Höhle rein. Mit unseren 27 HP. Sounds like a great idea. Oh, falsche Waffe. Oh ja, und die Viecher wieder. Meine besten Freunde. Mit euch gehe ich einfach vorbei. Und dann euch auch. Und dann euch. Nein. Wow. What the? Hä? Okay, ich mache hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns, wenn ich wieder oben bin. So, da sind wir wieder. Diesmal mit mehr HP, denn ich habe ein bisschen mehr Gegner getötet und dadurch jetzt kurz vor der Höhle noch ein Level abbekommen. Das heißt, wir sollten hier noch etwas sicherer durchkommen können. Außer, dass natürlich immer noch diese komischen Eisviecher hier rumhängen, die einfach fucking retard viel Schaden machen und irgendwie nicht sterben wollen. Oh. Hey, die Viecher fallen ja gar nicht runter, wenn sie in der Luft betäuben. Hm, was bist du? Was auch immer du bist, ich mag dich nicht, deswegen geh mal weg. Dankeschön. Oh, das hat mir 100 HP gegeben, das Teil. Das hat es irgendwie nicht sehr viel Schaden gemacht, das fand ich gut. Oh, 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 Eisviech. Ja. Komisches Teil. Ist aufgefallen, dass die Dinger richtig viel Schaden raushauen, wenn man nicht aufpasst, sich zu oft treffen lässt. So, wo geht's hier lang? Uah. Ist das der richtige Weg? Ist das der falsche Weg? Ich habe keine Ahnung, aber das Viech lässt sich irgendwie nicht treffen. Geld? Ja, es geht hier ein bisschen tief runter alles. Hopp. Und hier nach rechts? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich habe da oben wieder mal was verpasst. Ja. Nochmal kurz zurück. Nochmal kurz gucken, was wir da skippt haben auf dem einen Split-Path. So. Kommt euch allen vorbei. Ja, an dir auch vorbei. Hier hoch, hoch, hoch. Schneller, Adon, renn. So, hier nach rechts ging es noch irgendwo. Hopp. Genau hier. Ja. Warte. Das Ding kackt irgendwelche Pflanzen aus. Ich weiß nicht so ganz, was die Pflanzen hier machen. Aber ich will auch, glaube ich, gar nicht wissen. So. Guck mal, was hier noch so ist. Außer komischen Eisklops. Hm. Das sieht doch sehr verdächtig aus, alles. Will ich mich darunter trauen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das entscheiden wir im nächsten Part. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dahin.